Gut, willkommen zur dritten Bürgerinformation respektive Pressegespräch in diesem Zusammenhang. Wir werden diese vorösterliche Informationsveranstaltung relativ knapp fassen können. Und das ist im Prinzip ja eigentlich auch was Gutes, denn im Moment gibt es tatsächlich nicht sehr viel zu berichten. Zudem müssen Sie heute mit mir in Unterstützung im Stadtvorstand der Frau Christina Rauch und dem Herrn Gauff vorlieb nehmen, weil wir heute eine Ein-Mann-Veranstaltung hier draus machen. Die aktuellen Zahlen, die wir haben, sind 27 positiv gemeldete Personen. Das ist unverändert zum Stand von gestern. 7 Patienten sind stationär mit Nachweis. Davon werden es aktuell 4 Personen beatmet. 6 Patienten sind stationär als Verdachtsfälle und werden nicht beatmet. Das Nardini-Klinikum hat uns zudem darüber unterrichtet, dass bereits einige Patienten als geheilt entlassen werden konnten. Insgesamt meldet das Gesundheitsamt 37 geheilte Indexfälle. Ich möchte jetzt an der Stelle, wie üblich, einen kurzen Blick auf die laufenden Maßnahmen werfen. Zum einen die Infektionsambulanz. Wie Sie wissen, haben wir eine Infektionsambulanz im ersten Stockwerk des ehemaligen evangelischen Krankenhauses auf den Weg gebracht. Die Vorbereitungen sind soweit abgeschlossen und in Absprache mit den niedergelassenen Ärzten wird die Praxis nach Ostern ihren Dienst aufnehmen. Die Steuerung dieser Ambulanz wird vom Deutschen Roten Kreuz übernommen. Die Patienten werden direkt von den Hausärzten respektive den Fachärzten dorthin bestellt. Das heißt also, kein Patient soll direkt zu dieser Ambulanz kommen, sondern im Kontakt über seinen Hausarzt respektive Facharzt dorthin überwiesen werden. Der Zugang erfolgt nicht über den Haupteingang des ehemaligen evangelischen Krankenhauses, sondern über den linken Turm, damit wir das Hauptgebäude trennen können von der Infektambulanz. Nähere Informationen dazu gibt es dann aber zum späteren Zeitpunkt und insbesondere auch dann von den überweisenden oder angesprochenen Haus- und Fachärzten. Die entscheidende und wichtigste Information ist, die Ambulanz ist soweit vorbereitet und es kann dort losgehen. Zum stationären Bereich. Wir haben jetzt Stock 2 und Stock 5 soweit vorbereitet, dass wir bei Bedarf aktuell 76 Betten aktivieren können. Sowohl in der Ambulanz als auch auf den Stationen wurden und werden noch Ablaufsimulationen durchgeführt, und damit wir das System im Prinzip immer wieder entsprechend nachjustieren können. Das heißt, bei der stationären Station geht es ja im Prinzip von der Einlieferung mit dem Rettungs- oder dem Krankenwagen bis dann rauf in die Station und von dort ins jeweilige Bett respektive in die jeweilige Abteilung. Die Abläufe werden geplant, unter anderem auch Abläufe mit Blick auf Hygienevorschriften, Reinigung, mit Blick auf Schleusen für die Mitarbeiter, wo sie sich umziehen können, etc. etc. Das Gleiche gilt, wie gesagt, für den stationären wie für den ambulanten Bereich. Die Teststelle am ehemaligen evangelischen Krankenhaus läuft sehr gut weiter. Ich habe mich gerade noch mal informiert. Aktuell wurden dort rund 400 plus Abstriche durchgeführt. Vielleicht noch ein paar Worte zu den Töchtern, die ja auch betroffen sind durch diese Situation. Wir haben ja mit Beginn der Corona-Covid-Situation die Deponie und den Werthofstoff für Privathaushalte geschlossen. Die UBZ hat bereits informiert, ich möchte es aber an diesem Zeitpunkt und an dieser Stelle nochmal erwähnen. Heute und morgen, also 8. und 9. April, sowie am 14. bis 16. April, gibt es die Möglichkeit für Privathaushalte, Grünschnitt auf der Deponie Reschenbachtal abzugeben, in einem Zeitfenster von 16 bis 19 Uhr. Das ist ein Wunsch von vielen Bürgern.
weil sehr, sehr viel Gartenarbeit in der letzten Zeit geleistet wurde. Es ist sehr viel angefallen und die Bürger haben uns ausdrücklich darum gebeten, dies zu ermöglichen. Wir haben das nochmal überprüft und haben jetzt ein entsprechendes System auf den Weg gebracht. Von 13 bis 19 Uhr ist an diesen Tagen der Wertstoffhof in der Schlachthofstraße geöffnet. Ich will an der Stelle darauf hinweisen, die Zufahrt wird sehr klar gesteuert durch die Mitarbeiter vor Ort. Es ist also so, dass wir auch dort darauf achten müssen, dass die entsprechenden Vorschriften eingehalten werden. Von daher gibt es klare Anweisungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wer einfahren darf, wer warten muss. Ich bitte Sie, bringen Sie etwas Geduld mit, weil Sie können davon ausgehen, dass die Wartezeiten durchaus etwas länger sein werden. Die Männer und Frauen, die dort den Einlass regulieren, machen ihren Job und haben klare Anweisungen, die heißt Vorschriften einhalten. Und von daher möchte ich Sie bitten, wie gesagt, die entsprechende Geduld mitzubringen. Mit Blick auf die Töchter vielleicht noch ein Blick in die Zukunft. Wie Sie wissen, mussten wir das Badeparadies vor dem Hintergrund der Rechtsverordnung schließen. So tragisch diese Situation ist, machen wir jetzt gerade das Beste daraus. Aktuell werden die Sanierungs- und Wartungsarbeiten im Badeparadies durchgeführt mit dem Ziel, dass wir die Zeit genutzt haben und dadurch auf die Sommerpause oder die Schließung in der Sommerpause verzichten werden. Das heißt also, wenn alles rund läuft, können wir dieses Jahr auf die Schließung des Betriebs im Sommer verzichten. Der eine oder andere hat sich schon gemeldet mit Blick, was geht jetzt am Minigolfplatz ab. Auch da sind die Entwicklungen im vollen Gange. Auch hier ist das Ziel, in dem Moment, wo wir Freizeitanlagen wieder eröffnen können, dass dann auch die Bahn so weit fertig ist, dass sie für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Das ist jetzt vielleicht ein Nebenschauplatz, aber das ist eine schöne Information, dass man auch mal einen Blick in die Zukunft werfen kann. Für uns alle heißt es Geduld haben. Ich habe heute Morgen in den Spiegel geguckt und habe gedacht, Junge, du könntest mal wieder zum Friseur gehen. Wie sage ich das jetzt? Aus Solidarität mit meiner Friseurin und zum Eigenschutz habe ich jetzt entschieden, da nicht einzugreifen. Ich lasse das jetzt einfach mal. Ich hoffe, dass das nicht mehr so lange dauert, dass ich irgendwann eine Frisur habe wie in den 80ern. Das will wirklich keiner sehen. Im schlimmsten Falle müssen wir halt damit leben. Auf der anderen Seite hatte ich die Freude, mir gestern die Gastronomie Jonis anschauen zu können. Das ist toll, das ist richtig schön geworden. Ich freue mich schon extrem drauf, wenn diese Gastronomie wieder eröffnet, das ehemalige Coyote wieder aufmacht. Die Betreiber sitzen auf heißen Kohlen und würden gerne eröffnen. Aber für uns alle heißt es, wie gesagt, Geduld. Wir haben im Moment relativ geringe Zahlen von positiv getesteten Patienten oder Bürgern. Das sagt aber noch lange nicht, dass wir nachlässig werden dürfen. Herr Koch vom Gesundheitsamt hat es nochmal sehr deutlich gemacht, dass es keinen Grund für eine Entwarnung gibt. Die Zahlen sprechen aber dafür, dass wir mit den Maßnahmen, die ergriffen wurden, den richtigen Zeitpunkt getroffen haben. Wir sind nämlich mit den Maßnahmen vor die Krise gekommen. Und im Gegensatz zu einigen Regionen haben die Bürger und Bürgerinnen diese Maßnahmen auch mitgetragen. All das hat dazu beigetragen, dass wir das Ziel einer Verlangsamung der Verbreitung wahrscheinlich erreicht haben. Wir hatten letzte Woche eine Sitzung mit den Fraktionsvorsitzenden und den Ortsvorstehern und haben die getroffenen Maßnahmen diskutiert. Mit einer Ausnahme werden die Maßnahmen vom Rat voll mitgetragen. Auch hier wird deutlich, dass in Zeiten wie diesen alle mit Ausnahme einer zusammenarbeiten. In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch ein paar Spender nennen, die uns mit weiteren Schutzausrüstungsgegenständen und Desinfektionsmitteln geholfen haben. Bisher haben wir die großen Unternehmen genannt. Heute möchte ich mal insbesondere auf die kleineren Unternehmen eingehen, die uns in diesem Zusammenhang unterstützt haben und das, obwohl sie unter den Einschränkungen besonders leiden. Das ist zum einen Biene Kosmetik und Fußpflege, Casa Kosmetik, Eugen König GmbH, Kosmetiksalon Luba, Zimmerei und Holzbaum, Holz bei Oliver Zimmermann,
Freiler-Lackierungen, Kosmetik-Hübner, Sylbai, Kosmetik und Design, Brandschutz Frühbis und Industriebedarf Weber. Recht herzlichen Dank dafür. Sie helfen uns wirklich in einem ausgesprochenen großen Maß. Zum Abschluss, meine Damen und Herren, möchten wir vom Stadtvorstand Ihnen alle im Vorgriff auf die kommenden Tage frohe Ostern wünschen. Das werden besondere Ostern. Ich glaube, daran werden wir uns noch lange erinnern. Halten Sie sich bitte auch weiterhin an die Vorgaben. Das Ordnungsamt und die Polizei werden auch über die Feiertage die Einhaltung kontrollieren. Halten Sie auch weiterhin die Hygieneempfehlungen und Vorschriften ein. Kaufen Sie, wann immer Sie können, lokal ein. Nutzen Sie die gemachten Angebote. Nie war es wichtiger, lokal einzukaufen und unsere Unternehmer zu unterstützen. Nutzen Sie auch die Liefer- und Abholservice unserer Gastronomen. Vielen Dank und nochmal frohe Ostern von uns allen. Fragen? Ja, Sie hatten letzte Woche berichtet, dass ich glaube, 4 oder 3 Patienten beatmet werden im Nadini-Klinikum. Jetzt haben Sie heute eine ähnliche Zahl genannt. Sind das noch die gleichen? Sind die gleichen Patienten. Sind die gleichen Patienten. Was zum Alter der Patienten sagen? Also das Spektrum reicht von Mitte 50 aufwärts. Wie hat sich die Situation entwickelt mit medizinischer Schutzausrüstung? Ist da mittlerweile genug da, um für die, sage ich mal, nächsten Wochen gerüstet zu sein? Oder? Also genug ist nie genug. Wir sind immer froh, wenn die Lager voll sind und voller sind. Aber nach Einschätzung unserer Experten ist ausreichend Material für die Infektionsambulanz, für den Teststelle und für die Station vorhanden. Der Katastrophenschutz und die Mitarbeiter der Hilfsorganisation sind auch ausreichend ausgerüstet, sofern man sowas sagen kann. Das heißt aber nicht unendlich lange, das muss ich auch sagen. An irgendeinem Zeitpunkt, wenn sich die Sache zu lange zieht, müssen wir nachsteuern. Aber im Moment beruhigt sich, das merken wir deutlich, beruhigt sich auch der Markt ein bisschen. Es ist etwas einfacher, an Materialien dranzukommen. Aber man muss natürlich an der anderen Stelle sagen, es gibt auch Herausforderungen für viele andere. Ich habe jetzt vor kurzem eine Information bekommen, dass ein niedergelassener Arzt sich Masken besorgt hat, wo er 20 Euro pro Maske in der Apotheke bezahlt hat. Das ist, wenn man sich die Preise von vorher anschaut, ist das schon ein straffer Preis. Ja. Die Rosengarten, das will man auch so weiterhin aufrechterhalten oder sagt man, wenn man manche Dinge öffnet, dann verteilen sich die Leute? Also es ist so, dass wir eine klare Situation vor dem Hintergrund der Rechtsverordnung haben. Die hat eine gewisse Laufzeit. Das wird auf Landesebene, aber auch auf Bundesebene jetzt nochmal nachgesteuert. Wir sind daran gebunden, uns daran zu halten und wir machen das auch. So Bereiche wie Rosenweg oder sowas, da denkt man nicht dran, dass sowas dann. Ja, das Problem im Rosenweg. Das Problem mit dem Rosenweg ist ein ähnlicher. Wir haben einfach dadurch, dass die Freizeitanlage genau. Entschuldigung, Rosenweg. Ich war jetzt gerade an einer ganz falschen Stelle. Der Rosenweg ist ja nicht gesperrt, der ist ja frei zugänglich. Ja, aber da denkt man jetzt nicht dran, dass die Leute nehmen ja Rücksicht. Also ich habe den Eindruck, dass die Leute tatsächlich sehr behutsam mit sich gegeneinander umgehen. Also die halten Abstand, die bleiben auch mal stehen. Wenn man mit dem Fahrrad vorbeifährt, geht das einwandfrei. Also ich habe da den Eindruck, dass wir hier nicht nachsteuern müssen. Ich würde ganz im Gegenteil sagen, habe den Eindruck, bei uns die Zweibürgerinnen und Zweibürger sind da sehr fürsorglich und vorbildlich gegenüber. Ich kann das nur sagen, ich kann das nur unterstreichen, wir haben Sonntag eine Runde laufen. Selbst die Sportler halten Abstand, gehen sich aus dem Weg, das funktioniert hervorragend bei uns. Also da sind wir uns einig, da gibt es im Moment überhaupt keinen Bedarf. Wenn wir feststellen sollten, dass sich die Situation verändert, werden wir entsprechende Maßnahmen ergreifen, aber im Moment gibt es da keinen Bedarf. Seit Beginn der Maßnahmen gab es 89 Personen, die auffällig waren. Und das ist eine sehr geringe Zahl, also bei Ordnungsamt wie auch bei Polizei. Und daher, wir werden am Osterwochenende, werden wir mit dem VD, also Vollzugsdienst, unterwegs sein. Aber wir können den Zweibrücker nur unser
dass sie sich wirklich vorbildlich hier verhalten haben, auch in der Vergangenheit, und wirklich Rücksicht nehmen. Also sind 89 die Abstandsregeln oder Versammlungen nicht beachtet haben? Oder was genau, also 89 Personen, die... Ja. Die vom Zeitraum, jetzt schaue ich nochmal, vom 19.03. bis heute auffällig wurden, dass sie eben in größeren Menschenansammlungen nach der Rechtsverordnung sind, dass eben alle ab zwei, die dann eben nicht den Abstand einhalten. Und für unsere Stadt, für unsere Einwohnerzahl ist das wirklich eine Zahl, die wirklich unterdurchschnittlich ist, die da auffällig war. Daher. Wie viele Leute sind da unterwegs? Wie viele Leute aus dem Vollzugsdienst sind da unterwegs? Sind die täglich? Die sind täglich unterwegs und am Osterwochenende werden sie auch unterwegs sein. Allerdings, die Polizei, die unterstützen nur die Polizei. Die Polizei kontrolliert grundsätzlich 24 Stunden. Ja. Also wir haben alle Männer und Frauen im Einsatz, um diese Kontrollen entsprechend durchzuführen. Aber der Punkt ist, der Bedarf von Kontrollen, wie die Frau Rauch gerade gesagt hat, ist bei uns relativ gering. Und mein Eindruck ist, dass die meisten dann auch sehr einsichtig sind, wenn man mit ihnen redet. Und wenn wir über 89 Personen reden, reden wir ja nicht über 89 Vorfälle, sondern das teilt sich ja nochmal durch die Gruppierung, die dann zusammentreffen. Herr Fröhlich, Sie hatten noch eine Frage. Wie viele Fälle von diesen 89 waren denn so heftig, dass dann da irgendwelche Verfahren mit Ordnungswidrigkeiten oder Bußgeld eingeleitet werden müssten? Und dann zweitens würde mich noch interessieren, ob bei der Altersverteilung da irgendwelche Auffälligkeiten zu erkennen sind, ob es eher jünger oder eher ältere, eher Männer oder eher Frauen? Also nach meinen Aufzeichnungen sind es 60 Bußgeldfälle. Und von der Altersstruktur bin ich jetzt mal gerade am Schauen. Also von der Personenanzahl war die größte Gruppe zu fünf, die auffällig wurde. Und Altersstruktur muss man wirklich sagen, Jugendliche, aber dann auch Mitte 50-Jährige waren dann auch beteiligt. Und Personen, die auch in anderen Zusammenhängen hier in der Stadt auffallen. Also es ist durchaus gewisse Gruppierungen, die wir schon seit Längerem kennen. Also man muss wirklich sagen, die Zweibrücker sind wirklich vorbildlich. Gerade bei dem schönen Wetter, sich an die Rechtsverordnung zu halten. Ist beeindruckend. Wir finden es toll. So, noch eine Frage? Keine Fragen mehr? Dann bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Wie versprochen, heute deutlich kürzer wie die letzten beiden Gespräche. Nochmal frohe Ostern an alle und ein schönes Wochenende.